Ihr da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Dämmerwacht? Das sagt mir gar nichts. Was ist die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ich hab nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Natürlich, gerade kamen hier 3 Stück, sogar Meister rein. Wir fragen ihn einfach mal. Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Wächter? Dämmerwacht? Wovon sprecht ihr? Die Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Ja, ich würde sagen, ja, Vampire töten, wo kann ich unterschreiben? Ha, ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifthorn, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Ach. Jetzt dämmert's mir. Es dämmert mir. Dämmerwacht ist, das Add-on. Wie heißt es nochmal? Warte. Nicht Dragonborn. Dragonborn ist das neueste, sondern das Twilight Add-on. Nein. Auf jeden Fall gehört das zu dem Add-on. Das machen wir natürlich noch nicht. Das hatte ich auch schon mal angezockt, aber natürlich noch nicht hier. Jetzt wurden wir darauf angesprochen. Und zwar hier ist denn ganz versteckt ein Weg zu einer Festung, die zu dem Add-on gehört. So, aber das machen wir natürlich jetzt noch nicht, wie gesagt, sondern erst später. Oh, echt gerade so eine Blockade. Wie heißt das Add-on nochmal? Hier rumgrübeln und es nicht wissen. Sonst schreibt es einfach in die Kommentare, denn irgendwann wird es mir bestimmt einfallen, aber jetzt gerade nicht. So. Gut. Denn hat das auch einen Sinn gehabt mit den Vampiren. Denn werde ich diese Folge, glaube ich mal, wenn ich zu dem Let's Play komme, also von dem Add-on, dann werde ich das hier womit einbeziehen, wie ich überhaupt dieses Let's Play angefangen hat. Das ist doch nicht zu viel verlangt. So, ich hätte das Add-on mal nicht installieren sollen. Dann wäre das nicht passiert. Dann wäre das erst zu dem Moment gekommen. Aber na gut, was soll man machen? Denn geht es auf jeden Fall jetzt weiter. Und zwar wollte ich nochmal gucken, was wir für Quests haben. Des verlorenen Messers. So viele Töte. Gier zu Espern. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich auf diese verschiedenen Quests hier nicht so die Lust. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Aufstand der Sturmmäntel. Das ist nämlich, glaube ich, auch mal ganz interessant. Ich habe bestimmt schon erzählt, da wo ich für mich Skyrim gespielt habe, also erstmal selber gespielt habe, habe ich da die kaiserliche Armee beigetreten und habe die Sturmmäntel bekämpft. Aber diesmal möchte ich das andersrum machen. Und vielleicht passt das ja bei manchen, die denn auch, wo sie Skyrim selber gespielt haben, denn auch die kaiserliche Armee genommen haben. Es gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Wir müssen jetzt zu Ulfric Sturm. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Nein, Barbas, mach Platz. Ehe wir in den... Helgen, ja? Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir,
Warum will ein Ausländer für Himmelsrand kämpfen? Himmelsrand ist meine Heimat. Ich möchte gegen das Kaiserreich kämpfen. Ich würde alles dafür tun. Na, Himmelsrand ist meine Heimat. Mag sein. Aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Deshalb bin ich hier. Ich möchte mich euch anschließen. Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Ich mache alles, was ihr von mir verlangt. Das höre ich gerne. Sofern ihr diese Worte auch mit Stahl bestätigen könnt. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genutzt. Was ist bei der Schlangensteininsel? Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Tötet dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Muss das jeder Rekrut machen? Nur diejenigen, an denen ich Zweifel habe. Ihr beweist dadurch eure Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, eure Entschlossenheit. Okay. Ich werde diesen Eisgeist töten. Ich bin bald wieder zurück. Das werden wir ja noch sehen. Ja, das werden wir sehen. So. Denn wieder zurück. Jung. Jetzt konnte ich es nicht ganz auslesen. Steht es hier noch? Nee. Mal einmal. Questlog. So jung und schön bei den Sturmmänteln. Das weg. Das auch weg. Dämmerwacht weg. Das. So, Karte. Wir müssen... Oha, das ist erstmal ein kleiner Fußmarsch. Das ist nur das kürzeste. Ich glaube von Winterfeste. Oder sogar schwimmen. Wir müssen ja ganz zur Insel kommen. Warum muss ich denn da unbedingt einen Eisgeist töten? Ich kann doch auch woanders einen Eisgeist töten. Oder ist das ein ganz schlimmer? Vorsichtig! So. Fuchs. Können wir mal... Ich glaube, ich mache mal gleich ein bisschen warten, dass man hier mal auch ein bisschen was sehen kann und nicht alles hier zugeschneit ist. Es schneit immer noch. Los. Lass bitte kein Schnee. Ach, jetzt auch noch Nacht. Vielleicht ist am nächsten Tag kein Schnee mehr. Na gut. Es ist aber, glaube ich, weniger geworden. Das reicht uns schon. Oh Gott. Ich will wieder zurück. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe mich gerade etwas... Nein! Oh, gut. Mir bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig, als hier runter zu kraxeln gerade. Nein, nicht umkommen. Dann heilen wir uns doch mal. Steigen wir auch ein bisschen auf hier. Oder aufsteigen noch nicht, aber leveln uns weiter. Eigentlich meine Frage, das wissen bestimmt einige. Was ist das Höchstlevel in Skyrim? Also, ist das unendlich? Ich glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie bei 50 oder so aufhört. Vielleicht weiß das jemand oder ich google das mal. Dann werde ich das bestimmt herausfinden. Ah, scheiße. Auch noch zwei. Aber so stark sind die ja gar nicht. Ja, ich dachte, die sind schwerer. Nehme ich mal mit. Kann man bestimmt noch schön draus was schmieden.
da hinten. Na, mal ein bisschen schürfen. Werden wir hier schon was finden. So. Ah, da ist ein Lager. Will ich da hin? Ja, starten wir dem mal einen Besuch ab. Schön tauchen, dann sehen die uns nicht, wenn wir kommen. Und dann entdecken die uns auch unter Wasser. Ah, gut. Sind feindlich gesinnt. Ah, die machen aber keinen Schaden. Schwere Rüstung verbessert, das ist gut. Na, ja, mal ein bisschen hin und her. Der will sich raufen hier. Kein Seelenstein ist groß genug. Nein! Ich muss sowieso mal auslernen. Ein Wolf? Eiswolf. Na, die können mehr ab als die normalen Wölfe. So, dann plündern wir doch mal das Lager. Das war schon alles? Wirklich? Ah, Anführer gibt's hier. Mit einer richtig guten Rüstung. Also an sich gut. Ah, schon wieder irgendwas mitgenommen, was ich gar nicht mitnehmen wollte. So, was findet man denn hier Schönes? Novize. Ach, jetzt kommt das wieder. Leer, leer, leer. Da sind bestimmt, ja, sowas drin. Kartoffeln und das Mögliche. So, wir haben den Punkt ja gesichert. Obwohl, wenn wir mal hier sind, dann gucken wir uns doch immer das kaputte Schiff hier an. Ah, eine Truhe, siehst du. Und ich wollte hier schon erst nicht reingehen. Ah, ein Tagebuch. Schauen wir mal, was da drin steht. Jetzt habe ich natürlich, das müsste es gewesen sein. Ist das viel? Wollt ihr das hören? Ich hoffe, diese Zeilen, welche die letzten Worte eures Vaters darstellen, finden ihren Weg zu euch. Ich habe dem Haus Tilvanni während der ersten Monate eures Lebens als Amme gedient und wollte die Güte eures Vaters vergelten. Ich weiß nicht, ich blätter mal einmal um. So, dann könnt ihr euch das durchlesen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant. Das ist jetzt zu viel Hintergrund. Oder das gehört zu irgendeiner Quest. Dann lesen wir uns das nochmal irgendwann durch. Auf dem Schiff. Die Schiffe sind hier so groß in Skyrim. Es gibt, glaube ich, nur diesen Schifftyp hier. Ich finde die eigentlich ziemlich riesig. So für die Zeit in Skyrim. Obwohl doch, es gibt auch, glaube ich, so kleine Schiffe. So. Ich glaube, wir sind bald da. Mal auf Map gucken. Okay. Hälfte haben wir geschafft. Kann nicht schneller schwimmen im Wasser. Ach, da oben ist so ein Steinkreis. Mal sehen, was man da für einen Vorteil bekommt. Mal sehen, ob ich den jetzt hier gleich... Kann ich hier mich hier hochkraxen? Sieht so aus, als könnte man hier so hochgehen. Aber ich glaube es nicht. Also den holen wir nochmal mit hier, dass wir den auf der Karte haben. Und mal gucken, was die Steine hier können. Das sind sogar drei, ne? Also gibt es hier drei Vorteile, wenn man hier jetzt irgendwie hochkommt. Hier sieht es doch fast gut aus. Los, 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 los. Ja.
Da muss ich irgendwo hin. Ach, hier soll ich auch hin. Ich dachte, ich habe gerade nicht auf den Pfeil geachtet. Ice Guys. Sei doch nicht so schnell hier. Sind sehr schwer zu erkennen, aber nicht schwer zu töten. Gut. Mal gucken, was kann der hier? Wer unter dem Zeichen der Schlange steht, kann einmal pro Tag ein lähmendes Fernkampfgift auf seine Gegner verspritzen. Du kannst nur den Segen eines Zeichen auf einmal haben. Nö, deswegen Schlangeninsel. Weil es hier einen Stein gibt.